Das Jahr hat begonnen und die ersten Arbeiten eines Gärtners ist das Vorkultivieren von Pflanzen. Da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht und ich möchte euch heute zeigen, wie man mit ganz einfachen Mitteln ein Mini-Gewächshaus basteln kann. Viel Vergnügen! Ja, bevor wir mit unserem Gewächshaus anfangen, brauchen wir das entsprechende Werkzeug. Ich habe hier eine Schere, ein Messer, dazu natürlich das Brett, einen Klammeraffen, durchsichtige Folie und Stecknadeln und natürlich unsere Eierpappschachteln. Ja, und los geht's. Als erstes schneiden wir mit dem Messer dem Eierpappdeckel ein Viereck aus. Das geschnittene Stück nehmen wir dann einfach heraus. Wichtig ist nur, dass wir die Laschen nicht zerschneiden, also Abstand halten, ungefähr 0,5 cm. Danach nehmen wir uns die Folie vor. Wir können natürlich auch Gefrierbeutel nehmen oder ähnliches. Wichtig nur, dass sie durchsichtig ist. Wir breiten sie aus und schneiden sie uns zurecht. Und dann wird mit dem Tacker vorne bei den Laschen auf dem Deckel angetackert. Auf der Rückseite kommen wir mit dem Tacker nicht dran, deshalb nehmen wir Stecknadeln. Dort stechen wir links und rechts zwei Stecknadeln rein und so hält die Folie. Thank you.
Dann wird einfach nur noch das überschüssige Material abgeschnitten. Ja, und dann ist unser Gewächshaus fertig. Ganz wichtig ist, dass die Erde bis maximal Oberkante des Behälters geführt wird und so bleibt noch genügend Platz, damit der Samen keimen kann.